Joho, Banished-Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Banished Angezockt. Irgendwie schwachsinnig, Let's Play Banished Angezockt zu sagen. Aber egal, das sage ich in jedem Part, ist doch auch Käse. Willkommen zu Wurstenrode am See. Ein besserer Name ist mir nicht eingefallen, passend zum Eurovision Song Contest, der wahrscheinlich jetzt schon längst gelaufen ist. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei, ne? Wobei, da bin ich mir nicht ganz so sicher. So, interessanter Spawnpunkt, aber wir haben hier sehr viel Platz. Weswegen ich jetzt gleich mal hier auf Stopp drücken werde und die Zeit zum Planen nutzen werde. Einmal brauche ich natürlich wieder meine ganzen Planungsmenüs, mein Event-Log. Das ist ganz wichtig für mich, beziehungsweise den packe ich mir wieder da unten hin. Das war eigentlich ganz gut. Ich brauche keine Kartenübersicht. Ich brauche meine Arbeiterübersicht von den Leuten, die ich zur Verfügung habe, um Chaos und Zerstörung zu stiften auf dieser wunderschönen Welt. Ja, man könnte hier wunderbar hinten ein Steinbruchviertel einrichten. Hier arbeiten die Leute so dorfmäßig. Hier Felder und da Förster und so. Ich bin gespannt. Könnte natürlich auch. Naja, so ganz optimal ist es nicht, aber man kann sich ja nicht immer alles aussuchen. Ne? Wir haben ja Platz, wir haben ja Zeit, wir haben ja keinen Stress. Ist ja alles gut, alles schön. Gut. Also, das Erste, wofür ich sorgen möchte, ist, dass diese Menschen hier ein paar mehr Sachen zum Arbeiten haben. Also ein paar mehr Handwerklichkeiten. Dann hätte ich ganz gerne, dass wir hier nutzen, dass wir einen kleinen, wo muss das? Einen kleinen Fluss haben. Dass wir hier das Fischerhäuschen dran packen. Und vielleicht ans Fischerhäuschen direkt, damit der Fischer sich wohlfühlt, das Häuschen vom Fischer quasi. Können wir das dann hier so dranbringen? So vielleicht? Passt das? Da ist das. Oh, das ist versetzt. Das ist versetzt, das wollte ich nicht. So, dass der Fischer direkt hier mit seiner Familie am Fischerhäuschen wohnen kann. Also zumindest einer der Fischer. Wir werden jetzt am Anfang noch nicht so viele haben. Das hat doch schon mal was. Dann möchte ich als nächstes wirklich als Planungszentrum für meine Stadt, damit ich einfach weiß, in welchen Rahmen ich das baue, den Marktplatz hier schon mal hinsetzen. Nur geplant. Hinsetzen. Geplant ist das Ganze, ja? Das ist jetzt noch nichts Festes. Es ist nur die Idee, ihn hier hinzusetzen und da die Versorgung mit zu gewährleisten. So. Ja, und die Häuser, die müssten sich dann quasi anfangen, hier drumherum zu reihen. Nicht ganz so. Man könnte ein Stückchen Platz lassen. Hier wird ja eh gerodet. Das Ding, hier fängt es an. Und zack. Und ein paar Häuschen halt schon gesetzt. So. Und so. Dann haben wir hier schon mal so die erste Häuschenkette. Gut, wir haben für Nahrung gesorgt, indem wir hier einen Fischer haben. Wir haben für Häuser gesorgt, indem wir hier ein paar Häuser gesetzt haben. Jetzt hatte ich ja gesagt, hier nach oben hin wären Felder ganz sinnvoll. Und da ist jetzt die Frage, ob wir das dann so hinkriegen mit den Feldern. Weil hier möchte ich konkret keine hinpacken. Und hier würde sich das halt eher zum Abbauen eignen. Und der Herbalist könnte hier eventuell auch arbeiten. Ist zwar alles recht weit vom Hauptzentrum her, aber wir können ja noch ein zweites Storage irgendwo hier hinbauen. Ne, man soll ja immer flexibel bleiben. War das, wie weit ist der Einzugskreis? Dann wäre das ja ziemlich sinnvoll, hier anzufangen mit Feldern. So. Thema Removal. Bisschen was canceln, nicht ganz so viel direkt hier. Das könnte man da hier so komplett canceln, weil Remove tut ja sowieso erstmal von den Gebäuden recht viel. So. Gut, dann brauche ich vier Aufbauer und sechs Arbeiter. Und lasse das Ganze jetzt einfach mal völlig auf Risiko Priorität. Hier hat die Priorität, könnte man irgendwie hier so. Da, dass es die höchste Priorität hat. So, Priorität hier hochsetzen.
Beziehungsweise so. Das beides muss hohe Priorität haben. Gucken, was klappt auch. Es klappt mit der Priorität. Die Arbeiter gehen gleich fleißig dorthin, um zu fällen. Sekunde. Okay, wir haben schon mal Platz, um zwei Fischer anzustellen. Mal einen Arbeiter weniger. Na, das sieht doch ganz gut aus. Und gehen jetzt mal wieder die Zeit hochstellen. Schauen einfach mal, ob das alles so läuft, wie ich es mir gerne vorstelle. Das ist ja immer sehr viel Wunschdenken. Was sind denn Ressourcenlimits? Die wollte ich eigentlich gar nicht da oben haben. Ich wollte eigentlich... Das da. Danke. So, das erste Haus steht schon. Die ersten Arbeiter angeln schon. Wir haben großen Income an Holz dort oben. Denry has become an adult is working as a laborer. Na Mensch, da werden schon die ersten Kinder erwachsen. Das ging ja aber schnell. Oh, jetzt haben wir schon kein Feuerholz mehr. Das ging auch sehr schnell. Kommen wir gleich in die nächsten Verlegenheit. Wir brauchen jemanden... So, der Markt geht bis dahin. So, wir brauchen jemanden, der Holz cuttet. Und wir brauchen jemanden, der Holz fällt. Und hier könnte man super Holz fällen. Jetzt machen wir das mal auf Priorität. Was ist das? Priorität? Place Priority? Beziehungsweise... So. Ja, Essen ist auch nicht mehr viel da. Das können wir gerade mal stoppen. Beziehungsweise ein Haus bräuchten wir noch. Ein Haus. Ein Haus wäre noch wichtig. Ein Haus mehr. Dann hätten die beiden Heimatlosen hier noch ein Zuhause. Mal gucken, ob wir das hinbekommen. Können wir nämlich auch so lange hier noch ein bisschen Holz fällen. Diesen Bereich könnten wir eigentlich komplett freiräumen. Mit dem können wir nämlich nicht viel anfangen. So, wen haben wir denn überhaupt hier alles in der Stadt wohnen? Ethanel, Valori, Eldwoodson, Dandrea, Devonny. Okay. Helma, Alondin und Pamalayana, Palamalaka, Malele. Carney, Girl, Ternetsch, Anjinenenehenne, Richael. Richael! Was? Waylon, Dory, Charl und Mallory. Interessante Namen, die dieser Namensgenerator immer wieder ausspuckt. Ich bin noch fasziniert. Was haben wir denn als Start, Nom Nom? Pepper oder Korn? Oh, nochmal ein Kornfeld. Mit dem Kornfeld ist immer noch Feuer und es ist Sommer. Und was ist schon dabei? Okay, das ist jetzt eine Mischung aus Jürgen Drews und Udo Lindenberg. Okay, die sind da schon teilweise fertig. Ja, das ist jetzt etwas härter, bis hier hinten zu laufen, wenn man Förster ist und so weiter und so fort. Aber brauchen wir... Brauchen wir alles. Ich kann auch schon einen Holzfäller arbeiten. So, das Häuschen hier ist bald fertig. Exzellente. Das Child nennt Hermandan. Hermandan. Klingt schon wieder wie ein Pokémon. Ja, euch ist frostig, euch ist kalt. Wird ja gleich geändert. Wir haben doch schon einen Holzfäller. Der kümmert sich doch sogar schon um alles. Ja, das mit dem Essen wird ein bisschen schwieriger. Halt, wir brauchen aber auch Arbeiter. So, machen wir es so. Mit dem Essen könnte schon wieder schwieriger werden, aber wir haben ja hier vier Fischer. The Child nimmt Beatricia. Beatricia. Klingt auch wieder wie ein Pokémon. Ich glaube, man kann jeden Namen so aussprechen, dass er klingt wie der eines Pokémon. Pokémon. Ja, wir sollten dann auf jeden Fall das hier schon mal in Planung nehmen. Und
auch ein weiteres Feld in Planung setzen. Ist alles in Planung. Und ein Gather Hut. Der Gather Hut, der Gather Hut, la 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 Gather Hut. Gather Hut kann hier oben in Planung gesetzt werden. Und passend zur Gather Hut kann der Jäger, der kann auch in die Planung genommen werden. Haben wir noch was anderes, was wir brauchen? Herbalist brauchen wir auch ziemlich bald. Der könnte theoretisch hier mit Ryan, der wurde auch in die Planung genommen. Dann können wir hier nämlich alles voll mit Feldern machen. Hier wird gejagt. Da wird gesammelt. Hier wird auch gesammelt. Hier kommt später Industrie hin. Hier kommt ganz viel Dorf hin. Und hier wird geholzfällert. Verlort. Ja, dann wieder Vorspulmodus. Meine Damen und Herren. Wir brauchen Holz, wir brauchen Steine. Wir haben wenigstens keine Obdachlosen mehr. Und die können fleißig anfangen, Kinderchen zu machen. Oh ja, und woran ich als nächstes eigentlich gleich möchte, ist eine Schule. Könnte man eine schöne Schule hinstellen? Ich gerne so alles im Kreis um den Marktplatz drumherum. Da können wir aber erstmal Holz für sammeln für die Schule. Wobei, wir haben genügend Holz für die Schule, theoretisch. Gucken wir mal, wie das läuft. Noch müssen wir erstmal ein bisschen Leute an Land kriegen, damit wir genügend Menschen haben, weil sonst wächst uns Ewigkeiten keiner nach, der sich dann halt auch darum kümmern kann, was mit aufzubauen, wenn alle in der Schule sitzen. Da sitzen alle neuen eigentlich potenziellen Arbeiter erstmal in der Schule am Lernen. Das ist auch nicht so toll. Weil sie natürlich nicht so effizient arbeiten, ne? Das ist auch so eine Sache. Oh, Hannabelle was born. Hey Mensch, Namensverwandt. Hallo Hannabelle. Vor allen Dingen Hannabelle, nicht Hannabelle. Hannabelle. Und gleich geht die Nahrung schon wieder flöten. Das bisschen Fisch, was wir gefangen haben. Zitze. Oh, herbstkalt. Terence ist jetzt erwachsen und arbeitet auch mit. Das gefällt mir. Dann könnt ihr mal langsam anfangen, das hier freizuräumen. Ansonsten wird hier aufgebaut. Und dann stelle ich da mal Förster ein. Zwei Stück. Damit wir immer schön an das sind so viele Steine, damit wir immer schön an Holz kommen. Problem ist, wenn da so viele Steine sind, kommt man da nicht schön an Holz. Dann machen wir mal so, dass wir hier alles wegmachen, was kein Stein ist. So. Was habt ihr jetzt davon? Müssen wir noch mehr arbeiten. Wie viel würde uns das hier kosten? Würde uns sehr viel kosten. Ist aber etwas, worauf man mal sparen könnte. Mal gucken, ob unser Essen und unser Feuerholz dann reicht, wenn wir nächstes Jahr mit dem Kornfeld arbeiten. Ich bin sehr gespannt. Weil ich würde dann wirklich gerne schon mit dem Marktplatz anfangen. Boah, so viele Materialien. Nice, 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 nice. Ja, ja. Feuerholz ist leer. Oh. Ja, dann hack halt schneller. Bleed End. Ja, wie gesagt, Wege will ich jetzt noch nicht machen. Storage Born. Will ich mir auch schon mal aufheben zu sagen, dass das mal eines Tages hier so hinkommen soll. So in der Mitte vielleicht, damit das dann nicht im Weg ist, wenn dort Steinbruch und Co. irgendwann hinkommt. Wobei, dann wäre das hier ganz sinnvoll, dann ist es auch nie im Weg, weil da können wir eh nichts hinbauen. Ist dumpe. Ja, Log-Limit ist erreicht. Stellen wir mal auf 500, damit die Leute hier auch arbeiten, ja? Hier wird gearbeitet. Chal. Kann jetzt auch arbeiten. Tod spontan, Frühling. So. Okay, wir haben hier so gar nichts drin. Plum. Wunderbar. Bräuchten wir also noch viel mehr Leute, die auf dem Felde arbeiten. Na, wir werden sehen, ob das so klappt.
unsere kleine Stadt. 2.0. Wurstenrode am See. Mit den merkwürdigst benannten Menschen, die ich je gesehen habe. Und See, wo ist der See? Ich weiß es nicht. Ich sehe ihn nicht. Da ist er. Da ist der schöne See. Ob da auch Loch Ness drin wohnt? Keine Ahnung. Naja, zumindest hat der Fluss eine Wurstform. Haha, bis zur nächsten Folge.